Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Okay, eigentlich war das nicht geplant, dass sie sich hier drinnen befinden, aber warum auch nicht? Und zwar spielen wir ein von mir zusammengestelltes Modpack. Ja, das werde ich Zordnend nennen, wahrscheinlich. Wie ihr seht, an meiner Guy und an den HP-Balken und so der NPCs ist das ziemlich angelegt an Sorted Online. Und ja, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, sage ich mal. Ein kleines Startkapital. Man startet mit einem Ghostwood Sword. Ja, das typische Buch halt von Tinker's Construct. Einen Atlas, einen Warpstone und Brote habe ich mir noch dazu gegeben. Weil, ja, den Atlas so früh wie möglich zu haben, finde ich schon ganz schön. Deswegen habe ich übrigens auch keine Dings. Mods hier. Kartenmod drinne. Weil ich lieber den Atlas benutze. Ja. Hab dann auch hier hinten einen kleinen Markt hingebaut. So, damit das halt ein bisschen authentischer wirkt, das Dörfchen. Und hab hier Nibelheim als Teleporter-Waystone genommen. Für den Anfang. Ja. Das sieht nicht sehr gesund aus, liebe Freunde. Oh, wie seid ihr denn da reingekommen? Also klar, einfach reingefallen, aber naja, die kommen da schon noch irgendwie raus. Auf jeden Fall ist das ein Rollenspiel-Modpack ohne Technik. Also Extra Utilities ist drin, das heißt, es ist ein bisschen Technik da. Aber generell ohne Technik, sondern einfach darauf bezogen, ja, ein bisschen was zu bauen, ein bisschen zu leveln. Deswegen gibt es hier auch so ein schönes Skillsystem. Ja, das Interface ist halt ziemlich rollenspiellastig angelegt. Und ja, würde ich mal sagen, fangen wir mal an, ne? Also wir sind hier in diesem kleinen Haus aufgewacht und das Typische halt wie bei Minecraft. Farmen, leveln, bauen vor allem. Also ich will die Stadt hier noch vergrößern, das Dorf. Da die NPCs ja auch heiraten können und sich auch vermehren können, wäre das natürlich vonnöten. Warum ich mir als Startpunkt ein Dorf gewählt habe, naja, ist es halt entspannter. Oder sieht halt schöner aus, wenn man in einem Dorf startet. Ich erzähle schon wieder viel zu viel Blödsinn. So, und natürlich auch, weil der Platz hier ziemlich schön aussieht. Ah, die kann man nicht mit Rechtsklick abernten. Also erstmal die Dorfbewohner beklauen. Also eigentlich mein eigenes Dorf, aber ja. Mit der Karotte dann den Baum verprügeln. Hey, getting wood. Ah, wir versuchen natürlich auch, wo habe ich's? Ja, die ganzen Erfolge zu machen. Es ist eine Questlist. Das heißt, ja, es wird halt Erfolgsjagd sein. Den Enderdrachen würde ich natürlich am liebsten zuletzt erst plätten, weil das so das große Ziel von mir ist hier in diesem Modpack. So, dass der Enderdrache halt der Endgegner ist. Und den sollte man ziemlich schnell down kriegen, wenn man alles hochgelevelt hat. Weil die Skills skalieren auch normalerweise nur mit Vanilla Minecraft-Sachen. Ich habe das aber jetzt so geschrieben mittlerweile, dass es mit sämtlichen Mods, die hier drin sind, skaliert. Oh. Ich denke mal, das ist mal was anderes als ein ganz normales Minecraft-Let's Play, wenn man hier ein paar Dorfbewohner hat, um die man sich kümmert, mit denen man quatschen kann. Also quatschen in Anführungsstrichen. Ja. Klar, man hat zwar schon ein Starthaus, aber es hindert uns ja nicht daran, hier einfach die Welt zu erkunden und die Sachen zu holen, die wir brauchen, um das Ende natürlich zu erreichen.
Und das ist ja schon ein langer Weg an sich. So, eine Crafting Bench. Klatschen wir nochmal direkt eine zweite Truhe dahin. Ah, so. Warum ausgerechnet ein Holzschwert? Oh, ich habe keine Ahnung. Normalerweise startet man eh mit einem Steinschwert direkt, sobald man Steine abgebaut hat. Aber hey, warum nicht? Übrigens, hier habe ich eine Carpenter's Dorhin gemacht. Eigentlich, damit die NPCs nicht in das Haus reinkommen, aber naja, was soll's. Ich meine, wir können denen jetzt ja auch sagen, hey, folgt mir mal. Oder hier, follow me. Und follow me. Dann können wir mit denen irgendwie bis nach hier hinten rennen. Die teleportieren sich, komischerweise. move freely. Also, dann haben wir die auch erstmal aus unserem Haus raus. Ah ja, wie gesagt, das Ziel ist halt, den Enderdrachen zu töten. Und um ins Ende zu kommen, müssen wir erstmal einen weiten Weg zurücklegen. Oh cool, hier ist direkt Lava. Das heißt, mit Eisen können wir sogar die Tinkerschmiede. Ist hier im Dorf überhaupt eine? Keine Ahnung. Aber die könnten wir dann theoretisch benutzen. So, ein paar Erdbeeren sammeln. Mods, die in diesem Modpack verwendet werden, werde ich natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Ich gucke allerdings, dass ich das irgendwie geregelt kriege, dass ich das Modpack an sich als Modpack irgendwo anbieten kann. Das heißt, ich werde mir die Rechte reinholen, um das Ganze als Modpack zu, ja, auszugeben. Ist alles 1.7.10. Und soweit, wie ich das jetzt getestet habe, bugfrei. Und ich habe da schon eine ganze Zeit lang, ja, getestet, sag ich mal. Also, nichtsdestotrotz, jetzt wird erstmal der Anfang gemacht. Halt Stein gefarmt, Pören, Ofen, Äxte, Schaufel und was es nicht so alles gibt. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel Stein wir genau brauchten für den Anfang. Na, egal. Wir werden da schon was finden. So, 23 Stein sollte uns schon mal einen guten Ofen geben. Oh, welches Haus war jetzt unseres? Ach ja, das am Ende der Straße. Oder einfach das mit der Carpenter Store. So. Warum ich das hier hingestellt habe, verstehe ich, weiß ich jetzt gerade selber nicht, weil eigentlich ist das hier doch Dings abgetrennt als Schlafraum. Oh, ruckel, ruckel. Warum auf einmal? Na, egal. Haben wir hier irgendwas drin? Ja, den ganzen Kram hier erstmal rausholen. Huch. Und hier. Hey. Eine Axt. Wenn ihr euch fragt, warum wir 40 HP haben, normalerweise hat man ja nur 20 HP, weil man startet mit 10 Herzen, weil es 20 HP genau entspricht. Das liegt daran, dass ich mit einer Mod, die auch hier drin ist, halt, ne, logischerweise, meine HP erhöht habe, weil die Mobs hier schon guten Schaden fahren. Und das ein bisschen hart für den Anfang ist. Axt haben wir, machen wir uns jetzt so eine Steinschaufel. Auch wenn wir da eigentlich nicht bräuchten, weil wir jetzt gleich eh gucken, dass wir Eisen rankriegen. Oh, es wird schon wieder dunkel. Achso, ja, genau. Hier vorne können wir was anderes anpflanzen als das Standardzeug hier. Wie zum Beispiel, wie wäre es mit Erdbeeren? Erdbeeren sind immer toll.
Dafür hauen wir die Karotten raus. Weizen ist nämlich auch eigentlich immer gut, so ein schönes Brot. So, an sich sollte das mit dem Modpack übrigens auch keine Probleme geben, weil unter 99% der Mods steht, dass man das natürlich im Modpack verwenden darf, dass sogar darum gebeten wird, aber ich gucke natürlich trotzdem, dass ich die Leute erstmal anschreibe, bevor ich das fertig mache, falls jemand Interesse hat. Oh. Ah, mir gefällt das total mit den schwebenden HP-Balken. Also hat es echt schön. Ja, wir werden halt gucken, ob wir uns erstmal einen schönen Start hier machen. Schönen Sachen anbauen. Zur Stadt können wir uns ja immer wieder hin teleportieren. So halt wie in einem Rollenspiel. Ein Schnellreisesystem. Was wir uns überall, was wir auch selber aufbauen müssten. Also diese Waystones. Ach, kommt schon, Leute. Ja gut, das hier ist wohl das Partyhaus. die Waystones muss man selber craften und ja, dann halt kann man die erst benutzen. Deswegen habe ich hier einen hingesetzt, als ich die Map gemacht habe. Das Schöne an dem Levelsystem ist übrigens, man hat zwar jetzt hier noch Level 0. Okay, 5 EXP, davon kann ich mir keine Skills holen. Also es geht nach EXP und nicht nach Level. Also, so wie das aussieht hier, wenn das da Partyhaus ist, werden wir wohl schleunigst umziehen, weil... Nee, ich will ein Haus für mich haben und nicht hier Partyhaus. Wie sieht das denn hier oben aus? Ja, dann bauen wir uns hier oben halt ein Häuschen hin. War eigentlich eine schöne Idee, aber die NPCs wollen das scheinbar nicht. Oh, was ist das? Oh. Ja. Okay. Noch mehr Lava. Also, lavatechnisch gesehen ist das hier ein richtig geiler Start. Muss man ja mal sagen. Den großen Baum da werde ich auf keinen Fall ernten. Also, mit der Mod, ich weiß jetzt nicht genau, welche Mod das ist. Habe ich schon einige Server haben wir damit schon gecrashed, Freunde und ich, und ja, wahrscheinlich wird da das Singleplayer hier auch abstürzen dadurch. Ich meine, es läuft jetzt schon nicht wirklich performant. Apropos, ich hatte versucht mit Shadern rumgespielt, aber im Endeffekt spielt sich so am besten ohne Shader. Aber da wollte ich nochmal, ja super, jetzt habe ich hier einen fliegenden Baum, ja geil. Aber da wollte ich nochmal gucken, wegen Shader, eventuell. So, dann setzen wir mal hier gleich den Grundstein von unserer neuen Bleibe. Wie gesagt, die da unten, die, ja, wollen uns ja nicht. 1, 2, 3. Dann können wir uns auch ein Häuschen bauen nach unserem Geschmack. Bis hier. Ja. Oh, wir sind schon wieder am Verhungern. Dagegen haben wir ja was. Oh Junge, direkt 2 Brote. Wenn ich jetzt noch überlege, dass ich Dings hätte reinnehmen wollen, Hunger Overhaul. Wir werden ja nur noch am Essen. Zwei, 4 und 5. Hey. Ja, die kommen halt nicht durch diese Türen durch, also. Die können halt nur durch normale Türen, durch solche Türen hier durch.
Ja, kriegen wir hier auch noch rein. Ja, doch, den Ofen kann ich abreißen. Zwei Stickies. Nee, ich will hier Cobblestone. Machen wir uns noch mal zwei Steinäxte. So, Bett weg. Hätte ich gleich eigentlich alles einpacken können, aber naja. Oh, das ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Also nicht wirklich ein Problem, weil wir machen einmal so. Stellen dann hier alles irgendwo rein. Zack. Bett. Stellen wir mal eben kurz dort auf. Schade. Ich fand die Idee gut. Naja. Also, Tisch stellen wir mal dahin. Das nehmen wir schön für die Wände. Ja, toll. Er hat ja richtig viele Sätze, richtig viel Holz in den Sakura. Welche ich für den Boden nehmen will. Das nehme ich auf jeden Fall für den Boden, weil ich finde das richtig schön, das Sakura-Holz. Aber wie performant das läuft ohne diese Technik-Mods. Und wieder draußen irgendwie alles, ja. Einfach nur Terror draußen vor der Haustür. Wir haben schon 6 Brote gefressen. Na, egal. Nachschub ist unterwegs. Alter, ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Hey. Eine dreiweite Tür habe ich nicht. Mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Mache ich dort lieber ein bisschen Verschönerung hier. Ein bisschen verschönern. Gehört ja auch dazu. So. War das schon mal. Packen wir uns mal dahin. Den werden wir noch ziemlich oft brauchen. Ach ja, und hier droppen Herzen, die uns heilen. Um jeweils ein Herz, also 2 HP. So. Und keine Angst, in einem Baum, der nicht ganz gefällt wurde, den mache ich noch weg. Nur jetzt noch. Ich meine, wir wollen es ja auch schön hier haben in unserem Dorf. Also. Huch. Machen wir mal 4. Da ist 2 10 von den Blöcken. Nice. Haben wir noch eine Carpenter's Door.
Nein, stopp. Nicht Birke, sondern Sakura. Ich mag so eine Farbe her. So, für die Carpenter Doors brauchen wir noch irgendwas. Was wir da nehmen. Was wollen die alle immer bei mir? Party hart oder was? Ja, wie geht's dir heute? Gut, bis auf das mein Haus belagert wird, ganz gut. So. Und die Dialoge von den NPCs sind natürlich jetzt noch nicht so perfekt. Ist halt nichts geändert, ist halt standardmäßig eingestellt. Aber hey. Oh, guck mal. Den Tisch hätten wir auch eins daneben stellen, also direkt hier daneben stellen können. So schön in die Ecke. Aber eins mache ich, dann glaube ich doch mal aus dem Haus die Fackeln gleich. Oh, und ich sehe gerade, wir haben hier vergessen, den Rahmen zu bauen. Ah. Oh, es wird schon wieder Nacht. Mann, die Tage, die vergehen, wenn man Spaß hat. Ach, komm schon. Haben wir hier noch zwei Stickies drin? Ja, natürlich nicht. So, Stickies. Ah, natürlich reicht das auch nicht. Doch, das reicht, klar. Ja, eine Schaufel und keine Axt. So, machen wir uns direkt mal zwei Schaufeln. Weil ich das Gefühl habe, wir schlafen jetzt erstmal. Ich habe das Gefühl, diese zwei Schaufeln, die werden wir noch gebrauchen. Oh ja. Ich bin der König der Welt. Ich weiß es natürlich immer noch nicht, aus welchem Holz oder welchem Material ich Dings haben möchte. Ja, die Tür. So. So wird daraus ein Schuh. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier erstmal hier schmelzen werde. Mit dem NPC jetzt gleich sagen werde, er soll mal mitkommen. Oder er verschwindet einfach. Warum hast du nur 30 Leben? Das ist auch eine ziemlich lustige Sache, die NPCs hier, ich habe ja diese Battle Towers drin, ne? Und als ich die Map halt erstellt habe, beziehungsweise das Häuschen da ein bisschen dekoriert habe und Stones da reingestellt habe, da hinten hin, meinten die NPCs, den Battle Tower raiden zu müssen. Aber war ziemlich lustig, das aus. Deswegen habe ich den jetzt auch zugebaut auf der Seite, wo der Marktplatz ist. Damit die da nicht die ganze Zeit drin rumraiden. Ja. Die machen es trotzdem. Oh, ich mag den. Oh, Activated Waystone, Nibelheim. Ja, ich habe das Dorf Nibelheim genannt. Für die Final Fantasy 7 Spieler, da blüht jetzt das Herz natürlich auf. Ja. So. Ein bisschen nachhauen, das Holz hier. Auch wenn ich das Eukalyptusholz meistens nur benutze zum Holzkohle machen. Und ja, ich werde anfangs ziemlich viel mit Holzkohle machen, weil normale Kohle für mich einen höheren Wert hat. Aber warum auch immer. Also ich glaube, in Modpacks hat das tatsächlich einen höheren Wert, aber hier doch nicht. Werden jetzt einige sagen, aber ja, hey. Ich mag es halt nicht so, out of Kohle zu sein. Na, unsere Inventare, beziehungsweise, ja.
Lager werden platzen. Das heißt, wir müssen uns ein richtiges Lager definitiv anlegen, weil wer zum Ende möchte, der braucht auch gutes Gear. Und wer gutes Gear haben möchte, der braucht viel Platz im Lager. Weil sich da ziemlich viel ansammeln. Außerdem wollen wir auch noch Dungeons erkunden und sowas. Ja? Aber bloß nicht damit darauf klicken. Weil ich möchte keine Tür aus Sakura-Holz. Auch wenn ich das Holz mag, aber ich mag es nur für den Boden. Ich weiß nicht, ich mag so helle Böden. So. Da haben wir schon mal den Boden fertig. Ja, komm, raus da. Jetzt gibt's erstmal das. In der Zeit kann ich mir schon mal ein bisschen Sand holen. Und ein bisschen Terraform. So, ganz viel Sand. Nur für uns. Yay. Na, ob wir das Gravier da schon abbauen können hier. Oh ja, das geht. Erstmal Alu mitnehmen. Ich meine, damit können wir eh noch nichts anfangen, weil für Alumite brauchen wir, glaube ich, Obsidian oder Ender. Ja, auch egal, weil beides haben wir nicht. Jetzt habe ich immer noch nicht geguckt, ob unsere Stadt da eine Schmiede hat. Oh wow, ich habe ja ziemlich viel Erde abgefarmt. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir da eine irgendwo haben. Oder? Keine Ahnung. So, jetzt erstmal hier ein bisschen Kartoffeln mampfen. Kartoffeln kommen dahin. Ja, bei mir hat alles, also der Welt hat Ordnung. Ruckel, ruckel, warum auch immer. Ja, wir haben eine Schmiede. Yeah, mit NPCs drin. Yeah. Das müssen wir auch irgendwie. Die Schmiede, die bauen wir eh um. Die kommt eh woanders hin. Also die bleibt da nicht hinten stehen. Die kommt bei uns irgendwo im Haus, im Keller oder so. Je nachdem, was sie mit dem Haus machen. Und wie wir das ausbauen. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns einen großen Keller bauen werden für die ganzen Tinkers-Klamotten und so. Und klar, vor allem fürs Lager. Oh, yay. Unsere Axt ist noch nicht kaputt. Okay. Also, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das der Tod für die Axt war. Aber hey, das Spiel belehrt mich immer wieder eines Besseren. So, in den roten Battle Tower gehen wir auf keinen Fall erstmal, weil die ziemlich hart sind. Ja. Hey, Bärenbüsche. Hey, Truthähne, Sträuße, so. Au! Ich meine, guckt euch mal den Schaden an. Ja, der macht mir einfach mal zwei Herzen Schaden. Okay, wir spielen auch auf hart, aber trotzdem. So, dann haben wir hier ein paar Beeren gepflückt. Ein paar Büsche davon mitgenommen.
Oh, wir haben unseren Waystone weggepackt. Das ist natürlich jetzt nicht sehr praktisch, ohne diesen Waystone auf Erkundung zu gehen, ne? Weil wenn man sich verläuft, kann man sich nicht einfach wegporten. Ja, jetzt ist die Axt, denke ich, kaputt. Achso, ja, Lootbags gibt es natürlich auch für Mobs, random gedroppt. Da kann auch random Zeugs drin sein. Man kann Glück haben und da total den OP-Kram rauskriegen. Man kann aber auch Pech haben und da irgendeinen Müll rauskriegen. Meistens habe ich Pech dabei. Ach ja, ich wollte ja eigentlich Erde holen, um das Loch hier hinten wieder aufzufüllen. Egal, jetzt nutzen wir hier erstmal ein bisschen Sakura-Wald an. So und da noch ein. Dann eben schnell eine Kartoffel reinziehen. Ach ja, die lassen ja Emeralds fallen. Dorfleute. So, dann wollen wir mal gucken, was da drinne ist, ne? In dem Loot Pack. Box Opening. Ja, hey, doch so viel. Ja, geil. Damit können wir jetzt nichts anfangen. Also, ah, genau, nichts. Und das meinte ich halt. Mit, es kann da random halt auch totaler Scheiß rein. Tschüss, Tür. Weil damit können wir auch nichts anfangen halten. Hier vor das Fenster klatschen wir uns doch mal ein paar Berrybüsche. So. Ist denn schon Glas fertig? Glas gibt es bei mir nur in Scheiben. Ah. Also Fenster mache ich mir generell scheibenweise. Mit Scheiben so. Alles andere finde ich, naja. Diese dicken Fenstergläser, die sind mir halt ein bisschen zu dick. Ich meine, wofür haben sie denn sonst Scheiben eingeführt? Pass auf, und dieses eine Glas, das wird mir fehlen. Ah, Glück gehabt. So, dann kann ich hier Glasproduktion abbrechen. Na, weil den Sand, den brauchen wir später noch. Und weiter Holzkohle machen. Sag ich mal für. Davon her. Kommen wir das mal rein. Ah, vier Stück hätten es auch getan. So. Da eine Fackel. Da eine Fackel. Mit F7 Control. Ja, hier spawnen natürlich Mobs. Und erstmal schlafen gehen. Damit beende ich auch den ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis zum nächsten Part.